Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu einem neuen Wochenorakel für die kommende Woche. Wir schauen vom 22.08. bis hin zum 28.08.2022 in die allgemeinen Kollektivenergien in Bezug auf die Liebe, auf die Finanzen, aufs Angestelltenverhältnis, auf die Selbstständigkeit, Behördengelder, Rentengelder, alles was uns die Karten so verraten wollen, natürlich. Sage ich euch ja immer wieder, es ist ein individuelles Orakel, es ist kein individuelles Orakel, sondern ein Kollektiv, allgemein Orakel. Es kann passen, muss aber nicht. Dafür sind die individuellen Legungen da. Dafür kontaktiert mich sehr gerne. Unter dem Video in den Shownotes findet ihr meine E-Mail-Adresse, aber auch in den Kanalinfos und dann schauen wir ganz persönlich für euch. Aber jetzt können wir auf jeden Fall hier die allgemeinen Energien für uns ein bisschen in die Woche mit einbringen und können so Entscheidungen vielleicht auch leichter treffen. Was gehen wir zuerst an? Was ist gerade wichtig und richtig auch anzugehen? Ne? Das ist auch immer so ein Thema, dass wir da halt hinschauen dürfen, wenn die Kollektivenergien uns ja, vielleicht einen Weg aufzeigen, Entscheidungsunterstützungen geben. Ne? Das ist, denke ich mal, immer auch ganz, ganz wertvoll. Ne? Ja, aber jetzt begrüße ich natürlich erstmal meine lieben, lieben Abonnenten, die immer mit dabei sind. Ich grüße euch recht herzlich und alle, die heute neu auf meinem Kanal sind, euch begrüße ich auch und freue mich, dass ihr hier hingefunden habt, wodurch, durch wen auch immer. Hoffe, dass es euch hier auch gefällt, hoffe, dass das Wochenorakel euch auch gefällt. Vielleicht nach dem Video dürft ihr nochmal, wenn ihr wollt, nochmal in der Playlist ein bisschen rumstöbern. Da gibt es Spezialorakel und natürlich auch Tagesbotschaften, die kontinuierlich immer kommen. Ja, und dann freue ich mich, wenn ihr euch motivieren und animieren lässt, dazu ein kostenloses Abo zu hinterlassen. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch keine Videos. Und natürlich, wenn ich mal Informationen auch mal kundgebe, wenn sich irgendwas mal ändern sollte, dann bekommt ihr darüber auch Bescheid. Ne? Normalerweise läuft hier alles wie geplant, das wisst ihr auch von mir. Ich bin die Planerin und mache das auch sehr gerne. Und ja, aber wenn irgendwas mal sein sollte, dann seid ihr informiert, wenn ihr die Glocke aktiviert habt. Und natürlich an euch alle, ihr Lieben, der Daumen nach oben, der ist für mich ganz, ganz, ganz mega wertvoll. Und ja, darüber freue ich mich sehr, wenn ihr dem Video, wenn es euch gefallen hat, auch den Daumen nach oben dann auch gebt. Okay, ich würde sagen, wir starten jetzt aber mal. Ich mische die Karten und wir gucken für die kommende Woche, vom Montag bis Sonntag, vom 22.08. bis zum 28.08. wollen wir die allgemeinen Kollektivenergien uns anschauen, in Liebe, Beruf, Partnerschaft, Behördengelder, Rentengelder, bei Selbstständigen natürlich auch Kundenaufträge, alles, was uns die Karten mitteilen wollen, wie geht es uns auch in der Woche, das möchten wir sehr, sehr gerne erfahren. Okay, dann mache ich mal die drei ersten Stapel für die ersten Energien. Da haben wir den Schlüssel, da haben wir die Fische und den Fuchs. Okay, so der Schlüssel ist ja eine Erfolgskarte, ne? Also das ist hier Erfolg eigentlich hier in Geldern. Das heißt, vielleicht steht irgendwas diesbezüglich an diese Woche. Dann schaut hin, ob ihr alles auch genau so bekommen habt, ne? Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Vielleicht wird euch auch ein Angebot gemacht, wo es um Geld geht. Ne? Dann schaut auch bitte ganz detailliert mal drauf, ne? Auch wenn neue Verträge da sind. Wir haben ja jetzt nur die drei Karten, deswegen kann das auch vieles sein. Aber da bitte ganz ordentlich hinschauen, ob das alles so passt, weil der Fuchs da reinguckt. Letztendlich ist es hier wirklich von Erfolg gekrönt und es ist auch gut so. Aber ne, was ist ja manchmal auch dieser Spruch, der kommt mir gerade sofort. Ne? Prüf dich, nee, wie heißt das nochmal? Am besten vorher noch mal prüfen, bevor man sich festbindet auch, ne? Wenn sich vielleicht noch was Besseres finden sollte. Also ein bisschen anders geht der Spruch, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Dann prüfe, wer sich bindet, ob sich nicht was Besseres findet. So. Und Bindung ist ja auch bei Verträgen halt und natürlich auch in Partnerschaft oder in Freundschaften etc. Ne? Da schaut hin. Auf anderer Seite kann es auch sein, dass wir hier, das ist auch die emotionale Fülle natürlich im allgemeinen Orakel, nicht nur die finanzielle, materielle Fülle, dass hier auch, ja, ich sag mal, eigentlich alles so gut aussieht, alles von Erfolg auch gekrönt ist. Ne? Das müssen wir auch nicht in Frage stellen. Aber ihr dürft hinschauen, ne? Was vielleicht da, vielleicht habt ihr eure Bedürfnisse noch nicht richtig geäußert, ne? Und dann könnte es auch ganz anders dann auch sein. Die Wahrnehmung kann auch anders sein. Vielleicht seid ihr da auch so ein bisschen noch ja, in euch, dass ihr halt weniger kundgebt und weniger von euch preisgebt. Ne? Und auf der anderen Seite ist auch gut, mal hinzuschauen,
ja, wenn es sich halt entwickeln soll, wie sind die Gefühle von ihm oder ihr, ne? Oder ist da noch irgendwas, was zu klären ist? Heißt aber nicht, dass es was Negatives ist, ne? Weil wir haben immer den, wir haben die Sicherheitskarte hier auch daneben. Aber prüfen, habe ich ja gerade gesagt, ist immer besser, als Überraschungen nachher zu erleben, ne? Und wenn wir es wissen, ist doch gut. Dann können wir damit auch arbeiten, ne? Okay, dann lege ich jetzt die Karten mal aus. Wow, ich fange mit der Sonne direkt an. Und die Blumen dazu. Und die Entscheidung. Naja, das ist aber schön. So. Wer hat das erste Mal, weil denkt sich auch, was das will jetzt hier mit den ersten drei Karten, beziehungsweise, dass sie hier so euphorisch ist. Aber das werde ich euch gleich sagen. Aber erstmal muss ich hier zählen. Und natürlich sage ich es wie immer auch, wir sind alle hier die Frau. Wie schön das immer ist. Immer wenn ich dann anfange, dann kommt auch die Karte. Und da ist auch der Herzmensch, Herzmenschen. Also wir sind die Frau im Kartenblatt, egal ob du Mann oder Frau bist. Und der Mann im Kartenblatt, im allgemeinen Kollektivorakel, ist unser Herzmensch, Herzmenschen, Frau oder Mann. Das wisst ihr, das münzt ihr auf eure Situation um, wie es bei euch am besten passt oder sein soll auf jeden Fall auch, ne? Das ist ja auch immer ganz wichtig, das kann ich ja nicht für euch hier bestimmen. Wichtig ist nur zu wissen, liebe Herren, bei einer individuellen Legung werdet ihr natürlich oder seid ihr dann natürlich auch bei mir, und das wissen die Herren, die bei mir schon gebucht haben, dann seid ihr auch der Mann. Aber hier im Kartenblatt ist das einfacher für mich, wenn ich die Frau für uns alle nehme und Herzmensch, Herzmenschen für unseren Liebsten, Liebste. Zukünftige vielleicht auch, ne? Das heißt ja nicht, dass die Person schon da sein muss. So, jetzt gucke ich mal, ob ihr was sehen könnt, aber ich glaube, das geht. Hier ist das Haus und da ist der Fuchs. So, ich habe ja schon gerade schon geschwärmt, ne? Die Sonne, die höchste Karte hier im Lennemore, nicht hier im Lennemore, überall im Lennemore, liegt auf dem Reiter, auf der Aktivitätskarte, auf der Influss in die Puschen kommen Karte, auf der Nachrichtenkarte, positiven, schnellen Nachrichtenkarte, auf Treffen, ne? Aktivitäten allgemein, die stehen jetzt an im Sommer, ne? Und die uns Freude bereiten, uns auch Entscheidungen auch bringen, ne? Vielleicht ist irgendetwas, ne, ich sage jetzt mal, wir haben den Turm hier auf den Entscheidungen drauf. Es kann gut sein, dass hier wirklich diesbezüglich jobmäßig interne Veränderungen oder halt im Außen, ne, sprich man bewirbt sich neu und man bekommt oder man wird abgeworben durch ein Geschenk, ne, durch ja, Incentive oder halt eine Gehaltserhöhung. Und dann kommen Entscheidungen. Auch die Sonne, die spiegelt sich hier auch mit der Veränderung halt auch, ne? Das heißt, hier wirklich, hier möchte Veränderung auch kommen, definitiv. Und es kann gut sein, dass es ein bisschen hier euch auch blockiert, ne? Aber diese Veränderung ist schicksalhaft, die soll kommen, zu euren Gunsten auf jeden Fall, ne? Und wir haben nämlich auf den Blockaden, haben wir nämlich hier den Hund. Das heißt, dass ihr so, dass es schon sein kann, dass ihr da ja lange überlegen müsst, ne, ob das alles so richtig und so gut ist und ja, und ob ihr das überhaupt macht. Aber über dem Hund haben wir schon Baum und die Entscheidungen. Und das heißt für mich Wachstum durch die neuen Möglichkeiten. Ne? Und hier auch letztendlich auch bei den Geldern. Ne? Das ist halt auch nochmal so etwas, was so, wir haben auf dem Geld hier das Herz auch liegen. Und ich sage immer so, wenn uns manchmal Geld fehlt oder irgendwo Geld abgeknapst wird oder in der heutigen Zeit jetzt gerade ist ja alles auch wirklich teurer geworden. Also man hat mehr Geldausgaben, dann sind wir natürlich auch nicht bei uns hier wirklich in der, ja, in der Fröhlichkeit, ne? In der Herzenssituation, dass man sagt, das Herz lacht, wenn man zufrieden ist. Ne? Das muss man halt sich anschauen. Aber ich finde es nicht verkehrt, sich das mal anzuschauen. Wenn da gute Möglichkeiten sind, dann sollten wir vielleicht auch Veränderungen, die uns vielleicht erstmal ein bisschen so blockieren lassen, die wir eigentlich nicht annehmen wollen, die aber kommen, da können wir nichts machen. Die kommen einfach, die sind schicksalhaft, ne? Und es ist auch wichtig, dass man dann für sich auch sagt, okay, ich schaue es mir an und dann kann ich immer noch entscheiden. Ne? Das wird eine oder andere wird so entscheiden, der andere wird so entscheiden. Und manchmal ist es auch so, dass man ja, aus häuslichen Umständen irgendwelche Entscheidungen nicht annimmt. Ne? Und ich gehe jetzt erstmal so von Berufssituation her, von, ne, bitte münzt das um, wenn ihr Behördengelder bekommt oder Hobbys habt, weil ihr schon in der Rente seid, ne? Dann könnt ihr das genauso für euch so ummünzen. Das hat auch Bedeutung dann da. Wichtig ist es anzuschauen. Ne? Wir liegen hier auf der Sense, das heißt, hier kommt auch plötzlich kommt etwas. Ne? Und das ist ganz individuell, weil wir gucken schon aus dem Kartenblatt auch heraus. Ne? Und ich sage mal so, natürlich die Sense ist auch die Belastung. Ne? Also wir haben auch Belastungen, gar keine Frage.
Und wir dürfen auch hinschauen, ne? Wir dürfen auch hinschauen, woran wir auch Zweifel haben. Und wir dürfen auch hinschauen, dass wir, wie jetzt auch so schön es ist, bei uns im Kopf schon hier die Sonne ist, dass wir auch die Hoffnung haben, dass es jetzt besser wird, ne? Dass wir auf dem Weg auch sind. Aber es kann gut sein, dass es uns noch gerade so ein bisschen auch schlechter geht, aufgrund, weil wir halt viele Vorhaben haben oder vielleicht ein großes Vorhaben und ja, da halt überlegt, ob man das auch macht, ob man das machen kann. Ne? Es ist definitiv so, also manchmal ist es ja auch ein Sicherheitsgedanke, dass man irgendwas nicht macht. Ne? Aber wir haben hier auf dem Neubeginn, auf dem Neustart haben wir die Sicherheit. Daneben haben wir den Baum schon. Und wir haben die Mäuse auf dem Fuchs liegen, auf der, also letztendlich das, was so falsch gelaufen ist in der Vergangenheit in Bezug auf Verträgen, diese Komplikationen, die hier auch waren, die gehen auch raus. Ne? Und schicksalhaft möchte halt hier Klarheit auch reinkommen, ne? Vielleicht durch einen neuen Vertrag auch. Und ich sehe hier gerade, ne? Wir haben hier auf dem Anker, haben wir vielleicht einen Chef liegen, Chefin oder halt bei Kunden, Ansprechpartner oder bei Behörden einen auch Ansprechpartner natürlich, der oder die uns wichtig ist. Und da guckt der Fuchs rein, ne? Und das ist so, kann sein, dass jemand uns da auch irgendwo auch blockiert, ne? Und deswegen auch die Veränderung blockiert, weil jemand uns da nicht weiterlässt oder jemand uns da nicht gut gesonnen ist. Ne? Da darf man auch noch mal hinschauen, weil das ist auch das, was unser Herz auch hier belastet, auf jeden Fall. Ne? Und deswegen dürfen wir mal ein bisschen achtsam da auch sein. Alles, was so berufsmäßig ist, in diese Bezug mit der Verankerung, ne? Wo man da halt auch mit Verträgen und so, das ist ganz wichtig, dass man da bitte hinschaut, ob da auch alles so richtig ist von der Aussage her, ob ihr alles das so bekommt oder bekommen habt, wie es euch zusteht auch, ne? Das ist auch alles so. Also da kommen jetzt mir ganz viele verschiedene Aspekte auch. Und manchmal ist es vielleicht gut, sich auch mal zu trennen dann auch von Partnern. Also Partner meine ich jetzt Jobpartner oder Kundenpartner oder bei Behörden auch mal vielleicht zu sagen, okay, ne? Ich suche mir hier vielleicht was Kleines zum Arbeiten, wo ich ein kleines Geld nochmal bekomme, was mich auch in die Veränderung dann bringt, ne? Und wo ich Möglichkeiten wieder habe und nicht vielleicht auch immer in der Bittstellung bin. Ne? Weil hier ist irgendwas läuft hier auch wirklich falsch, aber es kommt Klarheit rein durch die Gespräche. Und dann findet man auch wieder zum Alltagsglück und dann hat man das Schöne auch wieder mit der Veränderung. Aber das ist halt ein Prozess. Ne? Und dann gehen halt auch Falschheiten hier raus. Aber es sind natürlich dadurch auch, dass man halt auch Gespräche im Außen führt, dass Treffen hier auch stattfinden, kann es gut sein, dass hier erstmal auch Kompromisse gemacht werden müssen, was Vertragsangelegenheiten angeht. Ne? Und das münzt bitte wirklich wieder ganz groß. Ne? Die Verträge können auch sogar ein Hausvertrag sein oder ein Kreditvertrag oder so. Alles, was mit Verträgen zu tun hat. Ich kann hier halt nur nicht alles jedes Mal komplett erwähnen. Ich versuche schon jedes Mal, das nochmal zu wiederholen, ne? Weil manche nicht von Anfang an schauen. Aber wichtig ist, dass ihr hier halt dann hinschaut bei einer Person hier, ob da alles so richtig läuft, was diese Person sagt, macht oder tut. Ne? Auf jeden Fall wirklich sprechen miteinander, weil dann wird es auch schön. Ihr habt jetzt, oder wir alle haben in unserem Haus hier Neubeginn, Neustart und Wachstum und das wirklich mit Sicherheit. Und dann dürfen auch diese, ich sage jetzt mal, darf die Plötzlichkeit für uns, im Sommer darf sich hier auf jeden Fall die Wunscherfüllung auch transformieren, aber auch so, wo uns Sicherheit genommen wurde, ne? Vielleicht auch gar nicht von uns bewusst geplant, ne? Und vielleicht wussten wir davon auch gar nicht so wirklich viel. Das kann sich jetzt auf jeden Fall noch verändern, ne? Und hier kann wieder Stabilität auch im Berufs- oder bei Behörden, Selbstständigkeit etc. wieder reinkommen. Und da kommt auch der Neubeginn und wieder so, dass für uns die Stabilität dann auch eine Rolle spielt. Eine Rolle spielt auch der Herzmensch, Herzmenschen hier bei uns. Sage ich gleich was dazu, bevor ich die, gleich, wenn ich die Eckkarten hier erstmal erklärt habe. Wir haben die Sonne, die Veränderung, den Fuchs, der ins Haus hier reinschaut. Ne? Das heißt, im Sommer kommen Veränderungen und schaut wirklich, ob im häuslichen halt, häusliche Umgebung, häusliches Umfeld, Personen hier auch nochmal, der Bär kann auch Vater, Mutter sein, kann auch ne, eine Person sein aus der Familie, eine ältere Person. Schaut da, ob da alles so richtig läuft. Ne? Letztendlich kann man alles klären und dann peu à peu kommt man da auch in die Bewegung, kommt man auf einen Konsens aus. Bei dem einen oder anderen wird man vielleicht auch eine Verbindung auch trennen, ne? Und das meine ich jetzt auch eine häusliche Verbindung, ob das jetzt das Haus, die Wohnung etc. jetzt wirklich physisch ist oder ob es eine Person ist, die einem etwas näher steht, wo man sagt, bis hier und nicht weiter und ich möchte es nicht mehr, ne? Für mich, das kann gut auch sein. In der Mitte haben wir den Vertrag, Verbindung mit den Mäusen, das Außen und hier den Mond. Das heißt auch, wir haben vielleicht Verluste, Kompromisse, die wir vertragsmäßig
ja, letztendlich über uns ergehen lassen müssen. Das ist einfach so. Da können wir nicht beeinflussen. Bei manchen wird auch ein Vertrag komplett gekappt, welcher Vertrag das auch immer ist. Aber letztendlich, ne, ist es so, wenn das dann gewesen ist, kommt aus dem Außen, kommen wieder Nachrichten, Gespräche und dann kriegen wir auch wieder unseren seelischen, harmonischen Zustand hin mit dem Neubeginn, Neustart. So, und ich habe gerade gesagt, ne, auch in der lieben Liebe hier, es ist auch ganz wichtig anzusehen, Neubeginn durch die Kommunikationskarte, das ist die auch die Treffenkarte, das ist Kommunikation durch Botschaften, E-Mail, WhatsApp, Telefon, auch mit dem Herzmenschen, über schönen Austausch, Treffen, über, ja, auch nicht über so, sondern schöne Momente. Kann auch sein, dass er oder sie wirklich auch ein Präsent euch ja, vorbeibringt oder schickt oder wie auch immer. Und dann geht es auch in die Veränderung auch. Ne? Und dann kann auch wieder Treue, Wachstum auch in Bezug hier auf die emotionale Fülle auch wieder kommen. Ne? Das ist also, wieder ist, sage ich so, bei dem einen wird so sein, wenn man Single ist, dass jemand kommt, ne? Was schon hier wichtig auch ist, ne? Mit dem Neustart. Wir liegen hier nebeneinander und bitte keinen Schreck kriegen, dass man hier Rücken an Rücken liegt. Das hat aber für mich jetzt in dem großen Kartenblatt hier gar keine Bedeutung. Das heißt, wir sind nebeneinander. Er oder sie liegt auf den Tacheles-Gesprächen, hat das Schöne schon im Kopf, ne? Und hat wirklich so, ja, Vorstellungen auch, also uns, dass es uns gut geht mit der Sonne, möchte Entscheidungen treffen, möchte sich vielleicht trennen, wenn es halt noch jemanden gibt. Das wird dann vielleicht auch jetzt hier geklärt durch die Tacheles-Gespräche. Möchte Wachstum, ne? Möchte Sicherheit, Verlust hier von seinen oder ihren Themen oder wenn da noch eine Person ist. Ne? Es kommen die Nachrichten auch. Natürlich sieht es hier schon so ein bisschen auf und ab aus. Letztendlich, ne? Es ist alles nicht, läuft nicht alles wie geschmiert. Ist nun mal so. Aber letztendlich haben wir hier auch die emotionale Fülle und wir haben hier auf der emotionalen Fülle haben wir hier das Herz drauf liegen, wir haben die Wunscherfüllung, wir haben die Partnerschaft, die im Aufbau ist, peu à peu, ne? Und das ist gerade auch, wenn man jemand Neues kennenlernt. Und das ist, ich finde das immer total schön, wenn ich jetzt hier wieder mal, das hatte ich auch irgendwann mal vor 1, 2, 3, 4 Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, auch bei einem anderen Orakel, ne? Wenn ich ihn in die Mitte betrachte oder sie, da ist die Sonne im Sommer noch mit dem Schönen, es kommen Entscheidungen für uns, wir liegen schon direkt neben ihm oder ihr mit Wachstum, ne? Stress, Hektik, kann alles rausgehen, Treffen sind da, aus Freundschaft kann mehr werden, wenn es erstmal eine Freundschaft vielleicht ist. Es ist auf jeden Fall Loyalität da, Treue da und hier ist wirklich auch mit den emotionalen Gefühlen und hier habe ich ja gerade schon gesagt, wo vielleicht auch Liebeskummer da ist oder man noch ein bisschen angepiekst ist auch von anderen Situationen, ne, wo man noch die Themen hat, weil man liegt ja auch auf der Sonne. Das heißt auch immer so, dass man noch eine schwere Belastung vielleicht auch hat innerlich, ne, wo man auch nicht so reagieren, agieren kann, wie man möchte. Aber da ist das Herz schon drauf mit dem Alltagsglück, mit den Nachrichten, die kommen, wovon man vielleicht noch gar nichts weiß. Und das bringt dann halt auch letztendlich die Klarheit. Ne? Die Klarheit auch hier zu. Wie heißt mal, zu einem Neubeginn, den wir jetzt auch hier auf jeden Fall haben und auch auf jeden Fall zum Wachstum. Und wir haben hier nur 6 Karten bei uns, aber er oder sie liegt auch neben uns, hier auch im Sommer mit den schönen Momenten. Ne? Die Blumen sind ja wirklich alles, was uns erfreut. Es kann sein, der eine oder andere, der auch Lennemore-Karten legt oder der die Karten kennt, sagt, oh, die Blumen sind aber noch eine zweite Frau. Bei mir im Kartenblatt, egal ob ich private Legung mache oder allgemein, die Blumen haben für mich niemals eine Bedeutung von einer Frau. Manchmal gibt es bei mir, dass ich in den Fünfer-, Sechser-Legungen schon mal den Reiter nochmal als definiere oder hier auch schon mal definiert habe als jung dynamischen, ne, Charaktereigenschaften, Menschen halt, ob Mann oder Frau, das wisst ihr für euch. Aber die Blumen sind bei mir nie eine Frau. Ne? Also es ist wirklich das Schöne, was uns erfreut. Und wir haben halt nur diese 6 Karten und Stress, Hektik, Oberflächlichkeit mit ihm oder ihr können dann auch rausgehen, durchtreffen, durch Nachrichten auch. Ne? Auch ganz wichtig hier, er oder in seinem oder ihrem Haus liegt das Haus hier auch, was hier in die Bewegung kommt, auch in puncto Partnerschaft auch. Oder halt Trennung, wenn noch jemand anders da ist. Wenn jemand Neues kennenlernt, müsst ihr halt auch schauen. Ne, aber wir haben hier die Verluste und wir haben hier auch letztendlich neben der Partnerschaftskarte, wenn ich das auf ihn oder sie deute, auch die Trennung, was jetzt hier, wo Klarheit reinkommt und da kommt die schicksalhafte Veränderung. Und dann müsst ihr entscheiden, ne, denn, was ihr dann halt letztendlich möchtet, was ihr draus macht. Er oder sie ist auch noch sehr blockiert, wahrscheinlich hier auch wegen den Themen. Es ist nun mal so, muss man auch so sehen, wir spiegeln uns aber hier mit den emotionalen Fülle, mit der fin mit den Finanzen auch, wir haben auf den Finanz durch das Herz drauf, mit der Wunscherfüllung, also
kann noch mal kurz einen Exkurs noch mal zurück. Ich habe vorhin Finanzen, glaube ich, nicht so erwähnt, aber da wird auch alles, wo jetzt noch die Blockaden sind, wo vielleicht noch Unklarheiten sind, das kommt alles hier auch in Bewegung, ne? Peu à peu mit dem Alltagsglück. Und da kann man halt drauf aufbauen und geht dann auch in die Veränderung. Und dann gehen die Blockaden auch raus. Und was bleibt, ist dann wirklich hier Vertrauen, wieder Aufbau, auch in finanzieller, materieller Hinsicht, aber natürlich hier jetzt auch in der emotionalen Fülle, was hier ganz wichtig ist, ne? Und deswegen ist hier auch schön, dass er oder sie hat in seinem Haus das Haus liegen. Also sprich, wirklich hier kann auch jemand wirklich aus dem Umfeld sein, wenn jemand noch sehr Single ist, der jetzt hier hinschaut oder wer auch Mann oder Frau jetzt gerade zuschaut und Single ist und möchte eine Beschreibung haben, ist das auch ganz schön hier und hat halt auch noch, ne, seine Themen, muss halt auch ein bisschen tiefer uns betrachten. Wir liegen aber auch hier schon in der Linie drin mit dem Glück halt auch im Sommer, mit der höchsten Karte, mit der Verankerung hier auch, ne? Und hier auch mit der Knisterkarte, mit den Seelengefühlen, mit dem Neubeginn, auch im Häuslichen und deswegen Neubeginn, Wachstum. Wenn ihr jemand Neues dann auch kennenlernt, wisst ihr halt auch, wo ihr dann dran seid dann auch, ne? Es auch, kann auch sein, dass er oder sie hier Haustiere hat. Es ist, ne, ist auf jeden Fall kommunikativ, möchte hier auch Beständigkeit, möchte Entscheidungen auch treffen, ne, und die jetzt auch im Sommer. Also im Sommer werden schon bei dem einen oder anderen Entscheidungen hier groß geschrieben, weil es auch wichtig ist, auch für ihn oder sie, aber auch für euch, ne? Weil ich glaube, dass der Sommer auch nochmal so ein Umbruch auch nochmal für viele ist, weil viele Themen einfach anstehen, die geklärt werden dürfen müssen. Sei es auch im Job, ne? Das sind auch die Themen oftmals da, wo man mal hinschaut und ja, die einfach auch wichtig, wo Klarheit auch reinkommt, ne? Ja, oder sie röstelt sich auch hier mit den Wolken, mit der Klarheit über hier irgendetwas, was zu Ende geht, vielleicht auch wirklich beruflich bedingt auch im Vertrag, dass er oder sich gerade auch verändert oder halt die Partnerschaft hier zu ihr, ne? Oder zu ihm hier endlich dann gelöst wird. Sagen würden die Karten hier auch ganz klar sagen. Wir rösteln uns mit den Tacheles-Gesprächen. Er oder sie liegt auf den Tacheles-Gesprächen. Das heißt, es bekommt hier wirklich Kommunikation rein, weil es liegt auf der Nachrichtenkarte auch. Und auch wenn jemand auch jetzt bis dato noch niemanden hat, ist jetzt wirklich das auch prädestiniert dafür, dass es jetzt auch kommen möchte im Sommer. Ne? Das ist Entscheidung diesbezüglich, dass man endlich hier rausgeht aus der Isolation, ne? aus der getrennt sein von einer Partnerschaft, weil man möchte Partnerschaft leben, die man peu à peu aufbauen kann, wo Veränderungen kommen, durch Treffen, aber hier auch durch viele intensive Gespräche. Ne? Es kann sein, dass sich auch jemand so entpuppt, wen ihr dann schon kennt oder so, und dass man durch Gespräche, dass man jemanden ganz anders sieht. Ne? Das gibt es ja auch manchmal, dass man durch Freunde halt auch jemanden neu kennenlernt oder anders kennenlernt, ne? Und vielleicht auch besser kennenlernt, weil wenn man die Person irgendwo im normalen Leben, vielleicht auf einer, ich sag mal, weiß ich nicht, im Café, Bistro, in der Disco etc. kennenlernen würde, würde man vielleicht der Person gar keine Chance geben, ne? Aber wenn man intensiv bei einer, ich sag mal, häuslichen Party oder so oder Sit-in miteinander spricht, dann kann sich daraus meistens was ganz anderes nochmal entwickeln, als wenn man oberflächlich jemanden nur so, ja, begegnet und sagt, nee, ist nicht mein Typ, ne? Oder keine Ahnung, man kriegt nur einen Spruch oder man ist da mit anderen Menschen dort und hat gar keine Zeit, halt letztendlich auf jemand anders zu konzentrieren. Aber ich finde es ganz schön, weil so nebeneinander hat es auch wirklich auch diese Woche von Bedeutung und wir sind mitten im Sommer. Und das Schöne möchte diesbezüglich halt auch kommen zu euch, ne? Ganz, ganz wichtig. Und schaut halt hin, ne? Ich habe ja gesagt, hier ist ja auch so ein bisschen viel los bei ihm oder ihr. Heißt aber nicht, dass das nicht schön hier enden darf. Und ein Ende ist ja immer auch ein Anfang, ne? Schaut halt wirklich einfach hin. Auch wenn hier noch eine andere Person da ist, schaut auch hin, ob die wirklich auch alleine ist, ne? Aber hier ist wirklich alles auch so, dass auch wenn noch jemand da ist, manchmal ist es auch so, dass wir wirklich, und ich möchte es nicht verharmlosen, aber zu viel reininterpretieren. Das heißt aber für mich nicht, dass man nicht Entscheidungen treffen muss dann, also auf seiner oder ihrer Seite, ne? Weil auch wenn noch jemand da ist und es ist keine Liebe da und man ist vollkommen bei euch im Endeffekt, ne? Auch von der Herzensseite her, ist es aber trotzdem so, wenn noch jemand da ist, irgendwann mal muss er oder sie sich dann auch lösen. Ne? Das ist einfach so. Ihr könnt jetzt nicht jahrzehntelang auf jemanden warten. Da würde ich euch gerne die Empfehlung auch geben, dass ihr das auch bitte nicht macht. Ne? Wir rösteln uns hier auch mit dem Neuanfang, was auch total schön ist. Ne? Also in unserem Haus liegt der Neuanfang, Neustart mit der Sicherheit hier wirklich auch und der Plötzlichkeit, dass hier alles auch sich verändern darf, mit der Wunscherfüllung auch.
was die Liebe betrifft oder was alles an Herzangelegenheiten auch, ne? Alles, was uns am Herzen liegt, darf in die Wunscherfüllung gehen. Und Verträge, was da ist, ne, die kommen ja absolut in Wachstum auch, und da kommt auch die Veränderung rein, ne, und da kommt auch wirklich Wachstum rein. Es kommt wieder, erstmal wenn hier Blockaden da sein, vielleicht kann auch sein, dass ihr euch auch jobbedingt oder auch, ja, ich sage jetzt mal auch in der Selbstständigkeit, auch bei Behörden, dass irgendwas da verändert wird, und im ersten Moment bereitet euch das Blockaden und ihr denkt nicht daran oder beziehungsweise denkt daran, dass jetzt irgendwie Wachstum dadurch wegfallen wird, ne. So ist es nicht, ne, weil wir haben da wirklich auf dem Hund hier die emotionale, materielle und finanzielle Fülle und die Veränderung darüber, die schicksalhaft da ist, die vielleicht uns erstmal im Moment blockiert oder uns ja nicht gut gefällt, aber letztendlich haben wir die Sonne über uns und wir haben die Verankerung, ob beruflich gesehen oder in Verbindungen, haben wir auf jeden Fall hier auf der Sonne, auf der höchsten Karte. Und wir haben, die erste Karte ist die Sonne, und das sind die positiven Nachrichten, positiven Aktivitäten, also, ne? Also es kommt auf jeden Fall, auch wenn es vielleicht diese Woche nicht so aussieht, kommt es aber auf jeden Fall in die Richtung. Ne? Ihr Lieben, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, über den Daumen nach oben. Freue mich über private Buchungen. Wünsche euch eine gute Woche. Kommt gut durch. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir uns beim nächsten Orakel wiedersehen. Alles Liebe, dicken Drücker und tschüss.